Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück. Heute ist Donnerstag, 20 Uhr. Ich habe heute das Vergnügen, dem Jörg ein Tattoo zu zaubern. Und was es sich dabei handelt, das zeigen wir euch gleich. Heute geht es um das Thema London im fotorealistischen Stil. Haben uns einige coole Merkmale zusammengebastelt, was es so ja, mit London oder was London so eigentlich ausmacht. Auch ziemlich viele Relikte aus sehr vergangenen Zeiten, zum Beispiel mit dem Newspaper, wo Informationen von Jack the Ripper enthalten sind und auch London Newspaper und ja alles, was so Sehenswürdigkeiten und alles, was so sofort ins Gedächtnis schlägt, wenn man jetzt über London denkt, nachdenkt, auch dieses Underground-Schild. Wir wollen noch nicht lange rumschnacken, weil das Thema mit den Fotorealistik ist absolut detailreich heute. Deshalb werden wir gleich loslegen und euch sicherlich auch mal wieder mit ein bisschen Voice-Over begleiten durch den Alltag. Wir haben schon in der vergangenen Sitzung angefangen und das war die erste Sitzung, wo wir das Design vorbereitet haben und unten schon das Stencil aufgeklebt haben, beziehungsweise allgemeine Stencil aufgeklebt haben und den Anfang schon vom Taxi. Deswegen werden wir heute den Background schon mit anfangen und vielleicht das Taxi mit weitermachen, aber für mich ist heute erstmal wichtig, einen Teil des Stencils nochmal zu sichern, gerade weil wir das heute wieder sehr gut passend aufgetragen haben. Für mich ist es heute wichtig, das Urban-Symbol mit reinzukriegen und auch die Zeitungsartikel, dass ich beim nächsten Mal die Bridge und das Rad des London Eye, das werden wir noch mit einfügen. Und das Taxi ist bereits abgeheilt, wie gesagt, ist noch nicht komplett fertig. Und wir machen erstmal den Teil oben drüber und dann gehe ich runter zum Taxi. Viel Spaß und bis später. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen auch heute wieder zu unserem heiß begehrten Voice-Over mit mir persönlich und diesem Projekt. Wie eben schon im Video erwähnt, geht es heute um das London-Thema im realistischen Stil und ich sitze meistens immer zeitversetzt an unseren Videos bzw. an dem Voice-Over, weil das Video erstmal fertig geschnitten ist und ich darauf das Voice-Over anpasse. Und heute stelle ich mir die Frage, beziehungsweise sind mir mehrere Gedanken durch den Kopf geschwirrt, als ich mir das Video angesehen habe, worüber ich mich heute gerne mal äußern würde. Und zwar geht es mehr um das Thema Realistik. Ich habe sehr oft an dem Tag geflucht. Der Jörg wird es sicherlich bestätigen können. Und auch jetzt gerade wieder beim Anschauen habe ich mir gedacht, zum Glück ist das verdammte Taxi fertig. Das hat mir wirklich so viel Nerven gekostet an dem Tag, das mag man nicht glauben. Der Realistikstil ist eigentlich an sich von der kreativen Ansicht gar kein Hexenwerk, weil man muss nicht frei zeichnen, man muss nichts entwerfen kreativ, sondern man kann fotorealistische Referenzen verwenden, um das Design dann quasi auf die Haut zu übertragen. Deshalb ist hier eher nicht der kreative Aspekt gefragt, sondern eigentlich mehr der Aspekt der fucking krassen, heftigen Geduld und vor allen Dingen auch des Sitzfleisches. So ein realistisches Motiv mit ordentlich Details kann schon mal richtig ordentlich in die Zeit gehen. Und bei dem Stil spart man sich den Zwischenschritt, dass man eben ein Motiv designt, indem man es kreativ zeichnet oder sich darüber Gedanken macht, sondern man spart sich diesen Zwischenschritt und geht direkt beim Übertragen rein. An meiner Stelle kann ich nur dazu sagen, dass es wirklich diese Schattenseite ist bei dem Realistikstil. Es macht zwar unwahrscheinlich sehr viel Spaß, Sachen einfach so in eine Komposition zu bringen und dann quasi das realistisch zu übertragen. Aber mir persönlich fehlt da komplett der kreative Aspekt. Wir reden jetzt nicht beim Design, da könnt ihr gerne kreativ sein oder an sich ist der Artist da gerne kreativ. Muss er auch sein, weil sehr viele Sachen da eine Rolle spielen. Die Komposition, die Anatomie, wo man welche Motive platziert, das ist sehr, sehr wichtig. Bei dem realistischen Stil, mehr hat man nämlich nicht. Man kann ja nicht etwas freies zeichnen, deswegen ist die Platzierung, die Komposition und die Bildauswahl dementsprechend sehr, sehr wichtig und nicht das Kreative an sich. Also es ist nur meine Ansicht. Sicherlich gibt es Menschen, die das vielleicht anders interpretieren würden, aber so fasse ich das Ganze auf. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich nach 8 Jahren einige Stile schon probiert habe und ich immer gerne auch wieder mich neu austobe, was Kreativität angeht. Realistikstil ist halt ja sehr streng. Du musst dich halt wirklich an alles halten, beziehungsweise du kannst da nicht so kreativ sein. Und das brauche ich für mich persönlich eigentlich meistens, diese Freiheit, diese Kreativität, weil ich doch gerne Sachen auch mal anders umsetze, wie sie vielleicht auf der Vorlage sind, beziehungsweise muss man einige Dinge auch anpassen, weil die Haut eben kein Blatt Papier ist, sondern organisch rund.
viele Formen hat und einige Sachen vielleicht anders wirken können auf der Haut als auf der Referenz. Das waren meine Gedanken zu diesem Tattoo, als ich es jetzt nochmal als außenstehende Person nochmal rückwirkend betrachtet habe. Es ist für mich auch immer eine lustige Erfahrung, immer noch mich mal zu sehen bei der Arbeit. Andere Gedanken dazu als beim Tätowieren. Auf jeden Fall freue ich mich immer über solche Herausforderungen, über solche Projekte. Aber ich bin dann auch immer ganz, ganz froh, wenn man den Tag dann auch geschafft hat. Und es natürlich auch zur Zufriedenheit sorgt. Deshalb, falls ihr Bock habt auf ähnliche Projekte oder wenn ihr Fragen habt, ihr könnt ja auch mal gerne ein Feedback geben, wie euch das Voiceover gefallen hat, meine Gedanken dazu, was wir vielleicht beim nächsten Thema fortführen können, welche Themen ich vielleicht nochmal ansprechen könnte. Und ja, ansonsten hoffe ich, euch hat der Beitrag heute gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche Donnerstag wieder pünktlich 20 Uhr einschaltet. Ich bedanke mich nochmal an der Stelle beim Jörg für seine Geduld und auch für sein Vertrauen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich auf das Projekt fortzuführen, diesmal mit weniger Fluchen und mehr Freude am Projekt. Also dann, bis nächste Woche Donnerstag, 20 Uhr, ihr Banausen. Scheiß nicht ins Nest und ciao, Kakao.